Orchidee oder mal Piqué. Birkenback, der Bitch, ist begrenzte Rarität. Wollte ich ein Intro, nachdem ich ein Video gedreht habe, drehen. Oh, dann der ist tot! Ach, scheiß drauf, Digga. Meine sehr geehrten Damen und Tipico-Süchtigen auf zweite türkische Liga tippenden, weil Galatasaray bald zweite Liga ist. Männer, mein Name ist nicht Julius Boring Life, weil ich habe Möbel. In meiner Wohnung noch keine Möbel und auch kein Essen habe. Ich wollte wieder in meiner unmöblierten Wohnung. Tschüss, Moruk. 2022. Influencer machen Werbung für Möbel. Neuer Donnerstag, 18 Uhr, wie immer. Neues Glück. Euer YouTuber des Vertrauens ist wieder zurück und muss eigentlich gleich nach Frankfurt fahren. Du siehst und redest aus wie ein Kriche. Was? Du siehst und redest aus. Hä? Was zur Hölle ist ein Kriche? Scheiß drauf. Gestern um 18 Uhr kam spontan aus dem Nichts folgendes Video an. Statement, Klammer auf. Fake-Freundschaft, Klammer zu. Klammer auf. Beweise, Klammer zu. Klammer auf. Weinendes Thumbnail, Klammer halt die Schnauze. Klammer Smiley. Merk selber, oder? Mir war natürlich klar, ich muss es machen, weil die hat fast 300.000 Klicks. Und die hat 300.000 Klicks nach 22 Stunden. Weißt du, wie viel Geld das ist? Ja. Ja, TikTok. Viel? 300.000. Euro? Nein, Klicks. Okay, wie viel Euro? Viel. Wie viel? Viel, viel. Wie viel? Nein, Klicks. Okay, wie viel Euro? Ja, TikTok. Okay. Und was da noch alles abgegangen ist und wieso alles komisch ist außer Jans Rolex-Mütze, seht ihr dann, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Also würde ich sagen, los geht's! Here we go! In meinem Block sind Paras geschoben. Jetzt unter Schock liegst noch auf dem Boden. Oder 33 Minuten. Welcher Mensch soll das überleben? Warum postet man so lange Statements? Meine Geburt war kürzer. Bismillah, jetzt geht's los, Digi. Hey Leute, was geht? Und willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Was? Jo Leute, was geht? Promis und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Digga, was war das für ein Kuchen-TV-Anfang? Fängt man jetzt Videos an, indem man kurz zeigt, ey, ich hab geweint? Und dann fängt man an zu reden. Schneid das doch raus! Warte, eigentlich hier das Video schon beenden, direkt disliken und ja, was zur Hölle? Ich sag euch, wie es ist. Ich habe dieses Video jetzt öfters versucht aufzunehmen, was mir leider etwas schwerfällt, weil es erstens mein erstes richtiges YouTube-Video ist, mein erstes Statement und wieso mir das auch ganz schwerfällt, ist, weil das, was ich euch gleich erzähle, ich habe keine andere Wahl, als mich an die Öffentlichkeit zu wenden. Ah, das habt ihr noch nie, oder? Noch nie habt ihr etwas in die Öffentlichkeit gezogen. Sei es Younes, Mariam, Ines oder du, Dora. Andere Menschen gehen zur Polizei, wenn die Stress haben. TikToker weinen auf TikTok und jetzt auf YouTube. Lass meine Plattform in Ruhe. Walla, Toilette gecheckt, der Sitchagnar und das packen die sogar in Beefs rein, ja? Walla, die Jam einfach. Ja, wo soll ich anfangen? Es geht halt um den Kontaktabbruch zwischen mir und Mariam, beziehungsweise um das, was zwischen uns passiert ist. Und ich weiß jetzt nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich möchte euch vorab erstmal noch ein paar andere Geschichten erzählen, weshalb ich wirklich lang genug meinen Mund gehalten habe und vieles einstecken musste. Oh nee, Walla, Mariam auch noch, ja bitte. Gehen die Klicks einmal wieder runter, man hört wochenlang nichts von denen. Auf einmal kommt so ein Statement. Wo ist eigentlich das Statement von Younes Vater? Hast du was damit zu tun? Nein. Ich würde sagen, wir bleiben aber trotzdem neutral und geben Dora kurz mal die Chance, so wie sie seit 5 Monaten eigentlich schon machen, mal zuzuhören, was sie eigentlich zu sagen hat. Weil dieser Beef zwischen Sandra und und Mariam ist schon wirklich sehr lange. Aber wie geht's jetzt weiter? Jeder hat jetzt sein wahres Gesicht gesehen. Zurück in Deutschland wollte ich eigentlich auch Abstand geben mit Ennis so. Kam dann aber dazu, dass wir den Kontakt nicht komplett abgebrochen haben, sondern uns immer wieder angefreundet haben, weil sie dann zu mir gesagt hat, ey Sandra, ich bin dir ehrlich, ich mochte dich anfangs nicht. Ich bin eigentlich nicht so, wenn ich jemanden mag, aber dich mochte ich nicht, sag ich dir ehrlich, ich bin ehrlich zu dir. Ich wollte, dass du Hate hast. Ich habe gesehen, du hast keinen Hate. Ich wollte dir absichtlich Hate verpassen und was ich eigentlich krank fand. Also ich dachte mir so, okay, krass. Guck mal, wie abgewichst. Walla, wie abgewichst. Damit du absichtlich Hate kriegst. Super Freundschaft auf jeden Fall. Darauf erstmal ein beste Freundinnen-Video. Wir sind die besten Freundinnen. Wie lang? Wie lang noch? Ja, ne, wie lang wollt ihr das noch machen? Walla, ihr widerspricht euch sogar beim Atmen. Ja. Yeah. Dann kam es dazu, dass Ennis angerufen worden ist von zum Beispiel Mario. Und dann hieß es so, ey, du musst zurückschießen, mach das und das. Wir brauchen Hype und so scheiße, dass ihr euch getrennt habt, nutzt das einfach aus, bla bla bla. Merkt euch mal nur diesen Punkt jetzt. Du musst gegen den schießen, wir brauchen wieder ein bisschen Hype, dies, das. Und ihr müsst euch denken, Ennis ist ein Mensch, ihm ist
das Internet für mich vollkommen egal. Man kann sagen, dieses Internet ist mittlerweile mein Ding geworden. Man kann sagen, dieses Internet ist auf jeden Fall Mariams Ding und auch Yunus Ding, schon seit mehreren Jahren. Aber Ennis ist wirklich jemand, es juckt ihn wirklich kein Prozent. Internet juckt ihn einen Scheißdreck. Er hat es meistens einfach nur für mich gemacht. Das heißt, für mich, er hat gesehen, ey, macht das Spaß, okay, ich mach's mit dir zusammen. Internet ist ihm hier egal, da will er nichts mit Internet zu tun haben. Aber die Frage, die man sich dann stellt, ist, warum zieht ihr das alle gemeinsam seit einem Jahr durch? Jeden Monat ist irgendein anderer Skandal bei euch. Jeden Monat gibt's irgendjemanden, der mindestens einmal weint und das dann in Dreck gezogen wird. Aber egal, ihr wolltet das ja nicht in die Öffentlichkeit ziehen. Wie oft habt ihr euch untereinander getrennt, seid dann zusammengekommen, weil ihr Klicks gebraucht habt, weil die Likes und sowas alle runtergegangen sind? Dann war auf einmal wieder alles gut. Wie oft habt ihr das gemacht? Wie soll man da jetzt sitzen und überhaupt ein Satz, der da gesagt wird, von dir oder wem auch immer glauben? Geht nicht, gibt's nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Kurze Checkliste bisher. Aus dem Nichts, wenn Zahlen wieder ein krachen Statement bringt, check. Fake Hate in die Öffentlichkeit setzen für Klicks, check. Fake Beef in die Öffentlichkeit setzen, check. Walla, für mich ist das bisher noch gar kein Statement, so ein auf den, guck mal, wie eklig Mariam ist, ich hab die ganze Zeit gelitten. Nein, für mich ist das einfach nur ein, wir haben euch ein Jahr lang verarscht, jetzt sitze ich hier, versucht die Ehrenfrau zu spielen, weil wir haben euch die ganze Zeit verarscht, wir haben euch die ganze Zeit angelogen. Ein auf den man versucht, sich jetzt einfach besser darzustellen. So ein Video ist das gerade für mich, weil euch kann man nichts mehr glauben, ihr habt das schon alles versucht. Cringe, Walla, Walla, cringe. Und dann kam es zu dem Urlaub in Griechenland. Dann hieß es auch, dass ich nachgeflogen bin und deren Jahrestag zerstört habe. Nein, so war es auch nicht. Mir wurde der Urlaub auch nicht bezahlt. Ich wurde eingeladen und meinte, ey, komm hier hin, ist richtig langweilig und was weiß ich, komm mal bitte hin. Ich bin hingeflogen mit meinem eigenen Geld. Das Hotel habe ich auch mit meinem eigenen Geld bezahlt. Dann hieß es, ja, Sandra geht scheiße, sie wollte zu uns und so. Wir haben ihr den Flug bezahlt und was weiß ich. Und auch da bin ich leise, weil dann hieß es immer, ja, Sandra hat euren Urlaub kaputt gemacht, Sandra hat euren Urlaub gemacht. Das waren meistens die Top-Kommentare, wo ich auch einfach nur leise bin. Ja, stimmt auch. Man blieb sehr lange leise. Der ist Walla, Bruder, ich schieße für Mamas drin. Auch wenn in Krise da. Sehr leise sogar. Leute, was geht? Und zwar sagen ja viele, dass ich irgendwie total übertreibe und chillen soll, aber ich verstehe nicht, wieso ihr einfach nicht akzeptiert, dass überhaupt niemand akzeptiert, dass ich einfach nicht möchte. Also sehr leise sogar. So leise. Ich stehe hier, seit 3 Stunden bin ich hier. Also da warst du auch schon leise. Perfekt. Das ganze Video geht so. Und ich habe einen an meine Seite geholt, der sich mit TikTok gar nicht auskennt. Ja, jetzt Yunus Amiri. Perfekt. Ich kenne nur Armani, Bro. Merk selber, oder? Ist das nicht der im Zug gewesen? Moruk, er hat auch viele andere gute Sachen gemacht, ja. Ich scheiß mal auf die anderen Sachen, die es ist, aber der hatte schon gute Siebte, ehrlich. Geh einfach wieder. Geh einfach. Orlem, ich frag dich, ob du Yunus Amiri kennst, du sagst mir, er hat gute Siebte. Warum kennst du das Video überhaupt? Ich hab auch Interessen. Ja, Yunus Amiri Sip ist ein großes Interesse. Obwohl, so groß jetzt auch nicht, aber... Doch, der war groß. Junge! Dann kam aus dem Nichts, dass Mama Rima angefangen hat, ein Statement zu drehen. Zu sagen, ja, dann hat meine Dior-Schuhe geklaut. Wo ich mir einfach nur denke, Mariam, als meine beste Freundin weiß selber, dass ich das nie getan hatte, ich habe Audios, die ich euch auch einblenden werde, dass ich diese Dior-Schuhe nicht geklaut habe. Wieso tut sie das? Wieso schießt sie gegen mich und bezeichnet mich als eine Diebin? Ey, Ossi, was kosten eigentlich Dior-Schuhe? Keine Ahnung, so ein Taui oder so. 1000 Euro? Ungefähr. Geklaut, guck mal, daran merkt man auch, dass du gar nicht reden darfst. So kehrt. Jetzt holt er mir noch her. Meine Mutter ruft mich weinend an, macht mir weinend Audios und sagt zu mir, meine Tochter, wie, meine Tochter ist eine Diebin, sowas hätte ich nicht von dir erwartet. Und die ganze Familie im Ausland und was weiß ich, sie ruft meine Mutter an, ey, wie, deine Tochter ist eine Diebin. Meine Mutter musste mit dieser Erniedrigung leben, ich musste mit dieser Erniedrigung leben und ich frage mich die ganze Zeit nur, warum, was hätte sie davon? Aber ich sag euch offen und ehrlich, lieber diese Schuhe klauen und als Diebin in der Öffentlichkeit dastehen, als monatelang da zu sitzen, hier zu weinen, dort zu weinen, ich wurde hier geschlagen, da wurde ich angespuckt, ich wurde das gemacht, ich wurde dies gemacht, ja, eine komplett islamische Ehe in Dreck zu ziehen, achso, das kam ja gar nicht schlecht bei den Leuten an. 1000 Euro Dior-Schuhe, lieber klaue ich die, als ich sowas gucke. Ihr habt das Leben komplett verstanden. Nicht. Ah, Baba, noch 24 Minuten das Video gucken, dann ist es zu Ende. Wir kommen einfach zu den wichtigsten Punkten, weil ich habe keinen Bock mehr und Arthur im Hintergrund nervt. Ey, sei leise. Ich muss euch vorstellen, eines Tages, wir waren abends in der Stadt unterwegs, Yunus, Maria und ich. Und es kam dann dazu, dass ich bewusstlos lag auf der Toilette, bei so einem Ladenrestaurant war das. Und als sie reingekommen ist, daran kann ich mich noch wirklich sehr gut erinnern, als sie reingekommen ist, hat sie mir nicht hochgeholfen oder was weiß ich, hat mich ausgelacht, hat mich fotografiert und ist Gihan geschickt, sich mit Gihan gerade drüber totgelacht. Warte mal, Land, die hat bestimmt noch in Instagram-Story etwas. Sandra! Sandra! Hallo! Was ist hier los, Mann? Alter! Was ist das? Und die Arme liegt da bewusstlos am Boden, die postet das Video. Ah, Baba, direkt noch ein Placement dahinter. Lieben wir. Wir machen Parayasalame. Aber wieso zur Hölle filmt man das? Du Kind, Landu, Kind, du 2 Jahre altes Kind, du Baby-Abdi, Mariam-Abdi. Die liegt da, Bruder, tot 1 vor Triple und wird gefilmt. Andere helfen, sie wird gefilmt. Guck mal, wie die hier liegt.
Ach, du bist gar nicht tot? Nee, das ist nur für Werbung, Bro. Kannst du das auf TikTok teilen? Ja. Können wir dann später Fake Beefs machen? Ja, können wir dann. Darf ich danach schlagen? Das war Miriams Kaiser. Die heißt Mariam! Ich beschäftige mich! Hack ist Hack. Langsam tut mir Sandra trotzdem leid. Ja, nee, Walla, die lag da einfach und wird gefilmt. Sandra! Sandra! Oh, mal helfen, Digi! Nur trotzdem ist der nächste Skandal noch dreckiger. Ich war am Schlafen. Sie ist an mein Handy gegangen, während ich am Schlafen war. Was ich eigentlich nicht so schlimm finden würde. Sie ist an meinem privaten Bereich gegangen, auf Snapchat. Kannte den Code, warum auch immer. Hat es bestimmt, keine Ahnung, mal sich den gemerkt, wenn ich meinen privaten Bereich neben ihr aufgemacht habe. Und genau, dann kam es dazu, dass sie ihr Handy genommen hat. Und meinen kompletten privaten Bereich abgefilmt hat, während ich am Schlafen bin. Schuh, Abu Miriam. Junge, jetzt sag ich auch schon Miriam! Schuh, Abu Mariam. Kurzsäckerin geworden, ne? So sieht's ja aus. Während ich am Schlafen und während ich ihr gerade vertraue, während ich neben ihr am Schlafen und während ihre beste Freundin gerade neben ihr am Schlafen ist, filmt sie meinen kompletten privaten Bereich ab. Hat stolze 7 Minuten von meinem kompletten privaten Bereich gemacht, von meinen ganzen letzten Jahren oder was weiß ich. Und das ist auch der Grund, weshalb ich dieses Video mache. Weil Leute, das sind nicht irgendwelche Videos, das sind auch nicht etwas schlimme Videos, wo man sich auch denken könnte, ey, okay, ist das nicht so schlimm. Doch, Leute, das sind wirklich Videos, die sind intim, das sind Videos von mir und Ennis und das sind wirklich Videos und Bilder, ey, ich könnte das nicht packen. Ich könnte das nicht packen, wenn die öffentlich werden. Ich könnte das einfach nicht. Guck mal, das Ding ist, erstens, wie kann ein Mensch auch so kaputt im Kopf sein, dass man sowas abfilmt. Das ist ja eh schon eklig. Walla, das ist komplett eklig. Dann schiebst du ja noch ein Screen, ein auf den ich hab alles gegen dich in der Hand. Ha? Junge, du Kind, du Baby, Abdi. Zeig das stolz irgendwelchen Leuten, nimmt komplett die Psyche auseinander. Und das glaube ich sogar. Ich glaube das ganze Ding nicht und ich mag sie auch trotzdem nicht alle, jede einzelne Person. Aber trotzdem mit Psyche spielen? Kind! Und das ist auch der einzige Grund, weshalb es mir leid. Weil den Rest, ich sag ja selber, faken monatelang, jahrelang irgendetwas. Und jetzt heißt es, ja, ich wollte es gar nicht. Ja, tamam, wir haben's verstanden. Auch mal nicht private Bereiche abfilmen. Sie hat mich so oft ausgenutzt für was weiß ich. Sie ist immer, ey Sandra, schieß gegen die Eltern von Younes, bitte mach das. Und hat sie mich dazu gedrängt. Und ich habe es auch noch wirklich gemacht. Sie ist immer, ja, ich kann nicht schießen, ich muss ein bisschen leise sein, mach du das, mach du das. Und an der Stelle tut es mir wirklich leid an die Eltern von Younes. Walla, ich hab's von Anfang an gesagt. Seit keine Ahnung wie vielen Monaten saß ich hier mit meinem Gött und hab von Anfang an gesagt, sogar die ganzen Ansagen gegen Familie. Stell dir vor, dein Vater dreht ein Video gegen dich. Selbst das war fake. Und jetzt kommt alles raus, weil sie macht ein Statement. Ja, das war alles so. Ich musste es. Ja, war alles fake. Und an diese 3, 4 Fans, die hatten, die noch beschützt haben, weil keine Ahnung warum. Naja, waren ja so real gewesen. Ja, nein! Mariam, komplett Netflix geworden. Ja, Walla, morgen die filmt noch mich beim Duschen. Morgen mein Vater dreht TikTok jetzt gegen mich. Walla, peinliche Generation, ja. Ali Jam einfach. Du hast alles nur auf deinem Handy. Und dann erfahre ich noch, sie hat schon in Mallorca auch angefangen, uns aufzunehmen. Sie hat da schon angefangen, unserer Freundschaft, das ist mittlerweile schon ein Jahr her, sie hat angefangen, eine Kamera in unser Zimmer zu stellen. Während Ennis und ich am Reden sind, während Ennis und ich was miteinander haben, lag die Kamera wirklich unter dem Bett und nimmt uns auf. 8 Stunden Material hat sie von uns, während Ennis und ich in diesem Zimmer sind. Wie krank muss ein Mensch sein? Wie kann ein Mensch sowas überhaupt machen? Boah, Mariam Al-Kamera! Digga, alleine die Vorstellung. Mariam mit Younes, der an Hundeleine ist und mal nicht im Zug gejaxt hat, läuft mit Kamera überall entlang und filmt alles und jeden. Junge, nicht das noch im Busch campt. Während ich auf Toilette bin und bin, ich finde das wirklich lustig, es ist wirklich, es ist lächerlich, während ich auf Toilette bin, werde ich aufgenommen. Auf Toilette, gebt euch mal, wie krank muss man sein, um sowas machen zu können. Junge, das ist doch der einzige, obwohl nicht der einzige, das ist doch einer der Gründe, weshalb ich hier sitze, mit Arthur zusammen, der im Hintergrund Dior Schuhe klauen will und keinen von euch ernst nehme. Mich würde es auch wirklich null wundern, wenn in ein paar Wochen die alle gemeinsam wieder sitzen und ein Statement-Video auf TikTok mit Instagram-Werbung zusammengemischt rauskommt, wo die sagen, wir haben uns wieder vertragen, wir haben uns komplett ausgesprochen. Und es wird auch so sein. Vertraut mir. So ein bisschen fehlt noch, weil es ist die ganze Zeit schon so. Und meine abschließenden Worte gehen an euch da draußen. Ich kann die zwar wirklich null leiden, Walla, komplett gar nicht. Aber es gibt sicherlich sehr viele Menschen da draußen, vor allem die Jüngeren, die sich Sandras Video angeguckt haben und auch so einen Schmerz gefühlt haben. Weil am Ende des Tages ging es ja um Fake Friends, kaputtes Vertrauen und sonst was. Ist ja so gewesen. An dich da draußen, wenn du das gesehen hast und du hast dich angesprochen gefühlt wegen dieser ganzen Verratssache, mach dir keinen Kopf, Walla. Keiner von euch ist da draußen jemals allein. Auch wenn Freunde mal da sind, die können morgen wieder weg sein. Es ist immer so. Fake Friends sind sowieso eklig. Aber vergiss niemals, auch wenn ihr es jetzt vielleicht nicht so fühlt, ich würde jetzt dann, wenn ihr älter seid. Familie ist das Wichtigste. Für alles und jeden da draußen. Wenn ihr verraten wurdet durch irgendeinen besten Freund, ihr habt die Familie. Einer wird trotzdem an eurer Seite bleiben, für immer und ewig. Deshalb macht ihr euch keinen Kopf. Hack ist Hack. Ihr seid die Besten. TikToker sind nicht die Besten. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Kuss, Diggi. Das war voll süß, Alter. Ich liebe dich, Alter. Ich liebe dich, Alter. Ich liebe dich mal mehr.
Freunde, damit war's das mit dem Video. Falls deine Freundin sich in mich verliebt hat, dann wundert dich nicht. Guck mal, wie ich aussehe. Ihr werdet jetzt das Video liken. Ihr werdet jetzt kommentieren, was euer Lieblings-Eistee ist. Ihr werdet den Kanal abonnieren, damit ich endlich eine Viertelmillion Abonnenten habe. 250.000. Los, tu es. Ja, mehr will ich auch nicht sagen. Tschüss. OC361 Video zu Ende. Abonnier jetzt, sonst... Dieses Weinen am Anfang, das kommt gar nicht mein Video vor. Ich schneid's doch einfach raus. Nicht, dass er jetzt auch noch weint und wir lassen es einfach drin. Ich muss auch mal mein Video.